So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine neue Runde. Hallo Volomia! Und bei mir mit dabei der Mann, für den ich mir heute ganz viele Sprüche überlegt habe. Und bei der Anmoderation will mir wie immer kein einziger einfallen. Der Kalle. Hallo. Ach ja, jetzt weiß ich zum Beispiel einen. Bei mir mit dabei der Mann, der einen Bachelor in Master hat. Und zufällig Jura studiert hat. Ja. Gut, okay. Ja, okay, weiß er jetzt nicht. Na, weiß er jetzt gerade nichts mit anzufangen. Der war jetzt nicht so... Ja, du weißt damit wahrscheinlich gerade nichts anzufangen. Das macht nichts. So, ich habe hier offscreen die Baumfarm erweitert. Und habe irgendwie das Empfinden, dass der Hund hier nicht so will, wie ich gerne will. Wieso ist denn da... Habe ich da jetzt echt vergessen, ein Kabel anzubauen? Na, sowas Blödes. Ja, habe ich. Habe ich gut gemacht. Ast rein. Wunder mich, dass hier die Farm nicht ordentlich läuft, weißt du? Habe ich vergessen, ja. Shit rum, also so. Alter! Jetzt ist hier aber richtig Poolade und Achterbahn. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, gut. Läuft der Humpen. Wunderbar, bin begeistert. Also, das Ding hier, das pumpt jetzt hier alles wunderbar ab. In diesen Drawer rein. Und der Drawer, wie man sieht, der ist eigentlich schon vollkommen überfüllt. Mit Oak Sapling, so wie mir scheint. Moment mal. Oak Sapling, Oak Wood. Ja, also das Ding ist auf jeden Fall scheinbar gnadenlos überfüllt. Da kümmern wir uns aber noch drum, nur nicht jetzt sofort. Heute soll es mal wieder ein bisschen weitergehen mit Mechanismen. Und ich habe jetzt die Mechanism-Quest-Reihe mir ein bisschen offscreen angeguckt. Und kann deren Logik zurzeit nicht feststellen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, wir bauen jetzt erstmal die Maschinen. Was die Maschinen im Einzelnen können und so weiter, sehen wir dann. Vielleicht auch erst beim nächsten Mal. Aber wir werden die Maschinen jetzt erstmal nach und nach bauen. Und dafür habe ich hier auf jeden Fall schon mal so ein, zwei Dinge vorbereitet. Denn wir werden ein, zwei Dinge brauchen. Und ich muss auch ganz kurz hier raustappen. Ach du Scheiße. Okay, ich habe nicht alles vorbereitet. Das ist ziemlich ärgerlich. So, ich habe aber auf jeden Fall hier schon mal eine Menge Stahl vorbereitet. Und hier habe ich 14 mal Compressed Iron vorbereitet. Und ich habe vergessen, einen Metallurgic Infuser zu bauen. Habe ich wieder gut gemacht. Metallur. Irgendwie sowas hier. So ein Metallurgic Infuser. Zwei Öfen. Oh. Ja, okay, wir haben noch ein bisschen Cobblestone da. Ja, machen wir uns einfach mal hier einmal zweimal. Während hinter mir das wunderbare Klickgeräusch hier kommt. Denn wir müssen hier alles mal umwandeln. Denn wir haben einfach zu viele Essenzen und auch da hinten bei Kalle, da bei den Feldern, es ist von allem genug da im Prinzip. Nur es müsste ja, mal... Erde, Rubber. Es müsste einfach nur mal umgewandelt werden. Und da habe ich jetzt im Moment, oder haben wir jetzt im Moment so ein, zwei Probleme. Wie wir das Ganze umwandeln können, machen, tun, wie auch immer. Ideen habe ich... Ach, mannigfaltige. Noch und nöcher, Ja. Würde auch alles umsetzbar sein. Allerdings haben wir ein Problem dabei. Und zwar Kalle. Kalle ist das Problem. Der ist nämlich zu lahmarschig. Wenn der jetzt weiter wäre mit Applied Energistics 2, dann könnten wir hier super geil craften, Auto craften. Und hast du nicht gesehen. Aber der Herr ist lieber da hinten Blümchen pflücken. Ne? Zwinger, zwinger. Ich zeige Ihnen Blümlein. Ja, nee, mach mal lieber fertig da. So, anyway. Hier in den Metallurgic Infuser hauen wir das Compressed Diamond Zeugs rein und schnappen uns einfach mal 32 von den Enriched Alloys. Die hauen wir da mal rein. Und dann, hier habe ich gerade die Speed Upgrades alle drin. Die könnten wir auch, glaube ich, entfernen, ne? Können wir nicht? Können wir nicht? Keine Ahnung. Gut, lassen wir die einfach da drin. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall diesen Ullen Reinforced Alloy Kernkram. Den brauchen wir zweimal. Das sollte aber nicht das Problem sein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Purification Chamber. Purifikationskammer. Dafür brauchen wir erstmal eine Enrichment Chamber. Dafür brauchen wir erstmal ein Steel Bubble. Machen wir alles. Ne? Nach und nach. Gemach, gemach. Langsam nähert das Eichhörnchen. Nähert sich das Eichhörnchen oder wie heißt das? Ich glaube, ne? Irgendwie so heißt das. Ja. Nee, aber das sag mal, ne? Das erzähl mal. Heinz, du. Heinz. Ne? Alles, was du sagst, Heinz. Und noch viel mehr.
So, das einmal da so drumrum in dem Kreis gelegt. Dann haben wir hier diese Advanced Alloy. Und wir haben diesen... Wir haben einen Schritt übersprungen. Hier sind wir nämlich erst. Verdammt! Wir sind ja noch gar nicht so weit. Den dahin. Eisen, Eisen. Dann brauchen wir diese Basic Circuits und wir brauchen Redstone im Kreis gelegt. Fertig ist die Enrichment Chamber. So, jetzt zeigt mir nochmal die Proliferation Chamber. Das kann man irgendwie nur so sagen, als wenn man gerade, weiß ich nicht, auf einem Motorhead-Konzert. Nee, wie habe ich gestern Abend geschrieben? Motorhead-Konzert. Ja, Motorhead. Motorhead und Metallica. Wenn ich es nicht vergessen habe, habe ich euch jetzt mal eingeblendet, wie ich das gestern Abend aus Jux und Dollerei mal geschrieben habe. Und ich finde ja auch so toll, dass AC/DC damals einen Speisefisch, ein Lied einem Speisefisch gewidmet hat. Dem Thunderstruck. Oh, Alter, ich habe mir fast einen Kopf gehauen. Chemical Injection Chamber, da ging das weiter. Den Thunderstruck, Alter. Ja, ich fand die überhaupt nicht witzig. Das solltest du auch nicht lustig finden, aber das macht nichts. So, hätt wir brauchen... Hätte ich dir wohl mal mein T-Shirt geben müssen. T-Shirt? Ja, T-Shirt mit Ü und Tsch. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Kennt ihr das Empfinden so, wenn ihr Kalle seine Videos guckt, ihn einfach kaputt zu kloppen? Also ich habe dieses Empfinden gerade sehr, sehr stark. Einfach so hinfahren, einfach so pow! Der darf gar nicht wissen, woher das Ding kommt. Tür auf und so, moin, pa! Hast du Fergel, Alter. Weiß, wofür der war. Genau! Ja, ja. Einfach mal so, pow, muss das machen. Dann schwillt das Auge gleich an. So, wir brauchen davon diese Elite Control Circuits. Und mit diesen Elite Control Circuits machen wir was? Nix. Das soll's dann eigentlich gewesen sein. Die Dinger brauchen wir. Wir brauchen Reinforced da so hin. Wir brauchen diese Purifier. Dann benötigen wir 2x Jolt. 2x Gold und fertig ist die Chemical Injection Chamber. Haben wir da irgendwelche Details? Ach komm, da brauchen wir uns gar nicht durchlesen. So, zack. Klimbim, fertig ist ja das Ding. So, wir haben einen Gastank erhalten. So, beinhaltet dieser Gastank etwa... No Gas, doch. Ja, geil. Pass mal auf, also... Wo fangen wir jetzt mal an? Mir ist aufgefallen in dem Questbook, ich weiß, es gibt eine neue Version und so weiter, in diesem Questbook ist jetzt eine Unregelmäßigkeit, da fehlt nämlich jetzt was, im Prinzip. Weil wir sollen jetzt als nächstes Hydrogenchlorid herstellen. Da brauchen wir jetzt mal Salz für. The chamber needs some chemical. I will start with some brine. Okay, Brine brauchen wir. Jetzt würde allerdings es sich machen, eine Quest da noch mit zwischenzubauen. Haben sie nicht gemacht. Gut. Kann man halt machen. Muss man nicht. Ich hätte es jetzt mal so pauschal gemacht, aber gut. Ja, also wir brauchten jetzt Hydrogenchlorid und kriegen dafür 4 dynamische Tanks und ja, wir sollen jetzt halt einmal an Salz kommen. Wie kommen wir denn jetzt an Salz? Hör mal. Hör mal. Salt. Salt. Einmal in den Aschenbecher gepustet, sehr gut. Dummkopf. So. Salt Block, das kriegen wir mit 4x Salz oder wir kriegen das mit Substrate in dem Alchemie, in dem ACS. Ja, wie kommen wir dann an Substrate? Im PRC mit Biofuel. Was ist denn schon wieder der PRC? Und dafür muss ich echt einmal raus, weil das ist die... Oh Gott, warum kriege ich immer so eine schweren Worte? Die unter Druck gesetzte Reaktionskammer. Warte mal, wie ist denn das? Ist das Ding hier eigentlich? Ach. Nein, auch das Ding kann ich hier wieder von der Internetseite abbauen. Verdammt. Ich hab's geahnt. Ich hab's einfach geahnt. Aber war eine Gruppe in den 80ern, in den 70ern. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich einen Tank bekommen. Dann müssen wir ja nur einen zweiten Tank bauen. Ja, fantastisch. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Nee, ich muss gucken. Gas. Wie der Gastank ist nicht drin. Da ist er. Wir brauchen 8x Osmium. Okay, holen wir uns. 8x Osmium. Zack, komm. Hier einmal im Kreis gelegt. Eisen. Eisen haben wir hier.
Achso, ich hatte schon ein bisschen was auf Tasche. Naja, gut, okay. Wir schnappen uns diesen Advanced Crusher, weil der ist nirgendwo angeklemmt. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Also an keine anderen Geräte. So. Sort on. Und dann sortiert er das mal und dann machen wir hier einfach. Dann haben wir mal ein bisschen so ein bisschen Iron Dust auf Halde. Quasi so Stockware. Was brauchen wir dafür denn? Ach, guck an. Mhm. Ja, interessant. Stockware? Ja, kennst du? Ja, bestimmt. Ja? Du hast ja auch schließlich einen Master im Bachelor. Ja. Da solltest du das ja kennen. So, wir brauchen einen Dynamic Tank. Ein bisschen Stahl und ein Bucket. Haben wir ein Bucket? Ja, wir haben ein Bucket. Haben wir Stahl? Haben wir auch. Ja, haben wir da. So, wunderbar. Wir haben gleich 4 Stück uns hergestellt. Das haben wir nicht. Wir brauchen eine Enrichment Chamber schon wieder. Das ist ja irgendwie heute nicht das erste Mal. Was ein Glück, dass ich so ein bisschen Iron Gear schon mal so auf Stock war, angefangen habe herzustellen. So, Enrichment Chamber. Achso, was ist er hier? Er ist Enriched Alloy, das ist in Ordnung. Das kann man mal so machen. So und so. Dynamic Tank, Gas Tank und Gas Tank. So, fertig ist das PRC-Ding. Das PRC. So. Wir brauchen. Upsa, kommst du mal hier so. Dich brauchen wir jetzt mal. Und zwar den Advanced Crusher. machen wir das mit so einem Öllecken? Haben wir so ein Bubble noch hier? Wie heißen die nochmal? Wer sind diese Bubble hier? Logistical Sorter. Das da scheint sowieso nicht zu funktionieren. Der schmeißt das alles immer nach unten raus. Passt mir sowieso alles in den Kram. Aber egal. Anyway. Wer bist du denn hier? Wolle bist du. Okay. Packen wir das Eisen da mal rein. Das packen wir da mal rein. Das packen wir da mal rein. Haben wir echt keinen so einen Sorter mehr? Nö. Nö. Okay. Kriegen wir den auf eine Schnelle gebaut. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Uplay da unten rechts langsam verschwinde, werde ich wütend. Ah, wir haben Pisten dabei. Wir haben Pisten im Rezept. Das könnte jetzt problematisch werden. Nee, wir haben doch noch ein bisschen Cobblestone da. Alles klar, dann ist das Ganze kein Problem. Und wie man sieht, Tribolo kann das Rezept bis heute noch nicht, aber das macht nichts. Ja, alles oder, klar. Oder nicht? Und ein bisschen Eisen. Halt. Bripp, einmal so ein Kreis gelegt und fertig ist das. Da habe ich noch einen im Inventar gefunden. Sehr schön. Muss leider zu spät. Gut. Wir holen uns Shidrom. Einfach mal hier herüber. Wenn wir hier so irgendwie weitergehen, kommen wir, glaube ich, auch an die Stromleitung. Hoffe ich mal. Ja, siehst du, da haben wir noch eine schöne Stromleitung. So, wir nehmen nach wie vor erstmal noch die Basic Cable. Solange wir nichts Dickeres an Kabeln haben oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie mir schwebt auch im Moment noch nicht so ganz der Sinn dahinter, die fetten Kabel schon zu bauen, weil da hinten zum Beispiel produzieren wir jetzt irgendwas um 400 RF per Tick, glaube ich. Ich glaube, weiß es nicht, bin ich ganz sicher. So, das hätten wir soweit. Jetzt ziehe ich mir hier mal ein Kabel hoch. Den Rest machen wir wie Frau Lange. Frau Lange musste früher auch alles in die Tüte packen. So, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir als erstes mal den Advanced Crushing Factory Apparat Gedöns. So, hier gehen wir jetzt mal ran und dir sagen wir genau Material Filter. Ist non. Status all okay. Using Material of Oak Sapling. Sollte jetzt richtig sein. Wir werden es gleich sehen. So, dann brauchen wir noch so ein Ding hier und das werde ich auch nie lernen. Und dir müssen wir jetzt natürlich noch sagen, dass du von links Material kriegst. So. Wunderbar. Der arbeitet los, der Kunde. Und sollte jetzt daraus Biofuel machen. Das war noch nicht der schnellste, aber da können wir nochmal bei Gelegenheit ein paar Dinge bauen. So. Wir haben jetzt hier Biofuel drin. Das Biofuel.
Warte mal ganz kurz. Wir können uns hier eine Leitung ja eigentlich sparen. So im Prinzip. Oder auch zwei. Oder drei. So, die Folge hat es eigentlich hinter sich. Aber das machen wir noch schnell. Den ziehen wir einen rüber. Der PRC braucht noch ein paar andere Sachen, ne? Ja, richtig. Input, Output. Der PRC ist auch... Falsch kann das sein? Moment mal ganz kurz. Bin ich jetzt nur deppert oder was? So, Metallurgic Infuser. Mit Biofuel, da kommt hier Potstoll raus. Siehst du, Potstoll. Können wir jetzt auch machen. Potzoll oder so ähnlich. So, was haben wir hier? Mosey Stone Brick. Mosey Stone aus Sand wird Dirt. Total uninteressant gerade. PRC. Okay. Alter, wenn ich mir das so angucke. Was sind C? Powered Crusher. Okay. Der hat scheinbar seine eigenen Gesetze. Okay. Der möchte auf seine eigene Art und Weise angesteuert werden. Das schauen wir uns nochmal ganz schnell an. Ja, der hat irgendwie seine eigenen Gesetze. Uiuiui. Und zwar von unten möchte er Strom kriegen. Von dort möchte er Gas bekommen, weil gerne Hydrogen. Von der Seite möchte er Ethylen bekommen. Von dort möchte er Wasser bekommen. Vorne nichts. Und von oben möchte er gerne das Biofuel haben. Okay, das Setup, das müssen wir uns mal in Ruhe angucken und mal überlegen, wie wir das dann am besten gestalten. Das machen wir eventuell im Livestream, was ihr dann vielleicht schon gesehen habt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ich bin an dieser Stelle erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich auch mit einem funktionierenden PRC. Bis dahin, bleibt uns gewohnt, bleibt uns treu, haut rein und tschüss. Ciao.